Hallo Alba. Na, wolltest du mit aufs Bild? Wir machen das zusammen jetzt, ne? Hallo, wir beide heißen euch herzlich willkommen zum neuen Karnikult-Video. Heute, das Wetter ist immer noch schlecht und außerdem haben wir eine nette Anfrage von Bonelloni bekommen, ob wir euch nicht noch ein bisschen mehr zu dem Spürhundetraining zeigen können, nämlich was der Hund macht, wenn er denn die Duftprobe gefunden hat. Nämlich, wie kann man ihm zeigen, dass er das Ganze dann anzeigen oder, wie man auch sagt, verweisen soll. Und genau das zeigen wir euch jetzt. Bleibt dran! Atos? Camille? So. Okay. Prima. Liegen. So. Hier. Okay. Ich will also jetzt haben, dass der Hund seine Nase möglich da dran hält an den Geruchsträger. Macht er gerade schon wieder freiwillig. Okay. Und ich möchte, dass er im Liegen anzeigt, dass er gefunden hat. Also, ja, fein. Toller Artus, okay. Genau so wollen wir es haben. Und natürlich kann er gerne von alleine machen. Okay, weil später muss er es auch selbstständig machen. Also es hat sich jetzt so ergeben. Aber ist ja nicht verkehrt. Ihr seid also hier gerade mitten in unserem Training. Der Artus kann das noch nicht. Okay, also meistens haben wir ja Dinge vorbereitet, heute mal nicht. Heute zeigen wir euch, wie wir die Dinge tatsächlich trainieren und weitermachen. So ist es schön, okay. Prima. Camille? Okay. Hier unser Cielo, der wird jetzt bald 11 und da kann man auch sehen, das ist keine Frage des Alters. Der ist trotzdem 100% motiviert. Camille? Camille? Ja! Einer. Camille? Ja! Hinlegen und, also finden, hinlegen, anzeigen. Ja! Alba? Ruhig Blut. Ja, fein, pass auf. Alba? Hallo! Ja, alles machen, ne? Camille? Okay! Hallo, langsam. Sitz. Ja, Alba. Camille? Okay. Dann beißt sie wieder rein, ne? Nicht so einfach. Camille, such. Ruhig. Ja. Also diese... Wackeldackel. Ja, Wackeldackel, genau. Da braucht es viel, viel Ruhe noch. Camille, such. Okay. Na, anstupsen hat sie wenigstens gelernt. Nur dieses richtige Anzeigen, dass da die Nase mal bleibt, das funktioniert irgendwie noch gar nicht. Alba? Camille? Ja, fein, fein, fein. Du brave Maus, du. Ja, da werde ich mir irgendwas anderes einfallen lassen müssen. Wir versuchen mal was. Halten. Camille. 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 Ja! Ja, da möchte ich einfach mal versuchen, das Schnuppern auszulösen und zu sagen, deutlicher zu sagen, es ist das,
Wahrnehmen des Geruchs, um das es hier geht. Ne? Halten, guck mal hier. Da ist die Kamera. Mach nochmal. Ja, ganz zaghaft. Zweimal gemacht. Jawohl. Sitz. Ja, komm den. Feine. Und nochmal, guck mal, halten. Hier, Kamille. 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 Ja, prima. Ganz ruhig versuchen wir das jetzt nochmal, ne? Wir machen jetzt nochmal, komm mal her. Sitz, pass auf. Alba, Kamille. Alba, Kamille. Ja, das war toll. Das war super, Alba. Prima war das. Alba, Kamille. Ja, Kamille. Super gemacht. Spitze, ja, da ist schon eins. Und hier gibt's noch eins. Okay, das nächste. Was ich gerne dem Hund beibringen möchte, ist, dass er wirklich Geruch differenziert. Also, dass er nicht auf das blaue Döschen hier oder das Döschen mit dem blauen Deckel reagiert, sondern dass er wirklich sagt, in diesem speziellen Döschen ist die Kamille drin. Und dazu habe ich jetzt zwei gleiche. Da ist die Kamille drin, hier nicht. Und wir werden mal gucken, ob wir ihm das zeigen können und ob er es von alleine kann. Oder ob er da was Hilfe braucht. Ich denke mal, er wird ein paar Fehlversuche haben. Aber wir gucken mal einfach, was passiert. Arthur, Sitz. Kamille. Super, okay. Das war schon mal schön. Schon mal geguckt. Aber wir testen direkt. Ich nehme jetzt den leeren in die gleiche Hand. Sitz. Kamille. Ah, gut. Nicht austricksen lassen. Sehr gut. Kamille. Ja, gut. Wo ist die Kamille drin? Hä? Wo ist die Kamille? Ja, klasse. Prima. Wo ist die Kamille? Ja, hat sich nicht austricksen lassen. Hat er sofort gemerkt, wo die Kamille ist. Jetzt drei Döschen. Und wir wollen mal gucken, inwiefern unser Freund das Richtige anzeigt. Ja, okay. Prima gemacht. So, ich warte. 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 Wo ist die Kamille? Wo ist die Kamille? Nee, das fangen wir nicht wieder an. Nein, das fangen wir nicht an. Wo ist die Kamille? Das ist richtig. Okay. Prima, ich stelle sie mal weiter auseinander. Ein leeres ist direkt bei ihm. Dann kommt die Kamille. Komm mal her. Was? Psst. Kamille. Okay. Nein. Ah. Chaos. Tossi, komm her. Aus. Okay, ihr seht, alles noch zu früh. Aber da wollen wir hin. Wir wollen ihm natürlich zeigen, da sind drei Döschen oder vier oder fünf. Geh an denen vorbei und zeig an, wo ist die Kamille. Wie ihr gesehen habt, die Hunde sind alle ein bisschen unterschiedlich vom Charakter. Die Alba ist halt sehr, sehr hektisch und ist halt noch sehr jung und stürmisch. High-Energy-Hund halt. Und die anderen beiden sind schon so ein bisschen gesetzter. Aber auch in dem Moment, wo sie nicht so genau wissen, was sie tun soll, dann probieren sie Dinge aus und dann geht mal was schief, dann beißen sie da rein, dann kratzen sie wieder. Also habt einfach die Geduld abzuwarten, bis das Verhalten richtig ist. Gebt denen Hilfen, hat man ja bei Alba am besten gesehen, wenn ich sie auf die Hand genommen habe. Danach hat es wunderbar funktioniert, weil sie hat eine Ahnung davon bekommen, dass sie sagte, ah, ja, das will der von mir. Ich soll die Nase an das Döschen halten. Und prompt hat es danach funktioniert. Also,
Denkt euch Hilfen aus, seid kreativ, den Hunden macht Spaß. Das Wetter wird wohl noch eine ganze Zeit lang schlecht bleiben. Das heißt, euch läuft nichts weg, ihr habt viel Zeit dazu. Probiert es aus, die Hunde haben Spaß daran und wenn das Ding nachher funktioniert, habt ihr auch einen Heidenspaß daran. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn ihr ein Like da lasst und natürlich auch, wenn ihr unseren Kanal abonnieren würdet. Aktiviert auch gerne das Glöckchen, dann verpasst ihr gar nichts mehr von dem, was wir an Content so raushauen. Am nächsten Donnerstag geht's weiter, dann mit einem anderen Thema. Bis dahin, alles Gute für dich und deinen Hund. Kani, kultiviere dich!